Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich bin der Nike und im letzten Part haben wir Bowser auf die Fresse gegeben und haben uns in Welt 3 vorgewagt. Wir haben auch schon die erste Galaxie abgeschlossen und wir machen auch direkt weiter, ohne groß rumzulabern, mit der Flaumwandler-Galaxie. Die Flaumwandler, die haben was für uns. Wie eine Wolke im Wind. Also wieder ein bisschen Wolken-Mario-Action. Habe ich nichts gegen. Wolken-Mario. Also generell die ganzen Items in dem Game. Sehr nice alle. Dieses Game ist an sich einfach... So. Schnell, schnell. Und ich erinnere mich... Ich glaube, meine Freunde... Hier gibt es einen Münzluma. Zu 1000% bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auch weil hier schon wieder so viele Münzen am Start sind, ne? Ihr seht's schon. So, das gönnen wir uns natürlich auch. So, und ja, ich habe die drei Münzen links gesehen, keine Sorge. Ah, das sind sogar vier. Oh, okay. Sehr gut. Da ist auch wieder ein Borku. Haben wir im letzten Part näher beleuchtet. Mit Wind auf Wolke. Nee, mit Wind auf Wolke. So, so oben ist es richtig. Hallo, Goomba. Komm, dich krieg ich doch. Ah. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Coins nehmen wir mit. Stirb doch. Oh nein, die Coin. Gib her. Ich will jede Coin haben. Sehr gut. Ach, lass mich doch hoch. Okay, nein, wir brauchen die Wolke dafür. Eine Wolke, please. Dankeschön. Einmal Sternteile, please. Sehr nice. So, und weiter. Da ist der Münzluma, ich kann ihn sehen. Oh, I see you, bro. So, wir holen uns aber erst noch ein paar Münzen vorher. Die gönne ich mir auch noch. Ist hier oben auch noch eine Coin? Ja, 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 ja. Au! Oh! Oh, oh mein Gott! Du hast mich echt erschrocken, mein Freund. Oh, oh mein Gott, ich erschrecke mich selbst hier. Was mache ich denn hier? So, gehen wir noch in den Bonusraum rein. Ja, hier gibt es nämlich auch noch ein paar Coins zu sammeln. Die sind jetzt auch das Wichtigste hier. Ich scheiße jetzt auf die Sternteile gerade mal. Die Goombas gehen vor. Sehr gut. Ah, keins der One-Ups mehr bekommen, aber wir dürften mit 50 Münzen jetzt auch genug haben für den Gourmet-Luma. Gucken, wie viel er will. Das war hier links noch. Ein paar Blümchen. Okay, die haben aber nichts zu bedeuten. Hi! Wie viele Münzen willst du denn? Ja, guck mal, 30. 30 schmeiß ich, sag ich immer. Sag mal, ist das hier eigentlich ein Nilpferd, der Busch hier? Ist das hier ein Nilpferd? Oder was soll das sein? Ein Hund? Ist das ein Hund? Wir werden es nie erfahren. Okay, Silbersterne. Vorsicht, Absturzgefahr. Okay, Schatten Marios sind auch wieder am Start. Immer wenn ein Schild Vorsicht sagt, dann sind Schatten Marios am Start.
Ja, und je mehr ich einsammle, gehe ich mal von aus. So mehr werden's. Hi! So, das hier habe ich geschickt gemacht. Außen rumgelaufen. Da ist Nummer 4. Und Nummer 4. Alle krepieren elendig, so muss das sein. Und wir gehen wieder zurück und gönnen uns unseren Stern. Und ich war spitze, wie mir das Schild bestätigt. Aber das weiß ich auch so. Ramsti Bamsti, sehr geil. Und wir können weiterreisen. Oh, Luigi! Oh, hallo, Bruderherz. Dreimal darfst du raten, ich helfe dir von nun an, nach dem Powerstern zu suchen. Also sprich mich einfach an, wenn du mich in einer Galaxie dort draußen treffen solltest. Da bin ich an der Reihe, das Universum zu retten. Hurra! Alles klar. Luigi, wie kommst du hier hin? Auch ich möchte nach Powerstern suchen. Wenn du mir über den Weg läufst, sprich mich einfach an. Das Universum zu retten ist auch etwas für mich, ja? Okay. Weiß ich Bescheid. Ehrenmann. Luigi, der Ehrenmann. Wie viel Dingens haben wir gerade? Sternteil? Okay, wir haben fast 1000. Lagern wir mal eben ein. Ja, der Toad wird hier, je mehr Sternteile wir auch sammeln, wird sich verwandeln. Aber immer nur im Tausender-Schritten, glaube ich. Aber leider müssen wir ja die Sternteile gleich schon wieder opfern für den Gourmet-Luma. Naja, wir machen weiter mit dem eigentlichen Stern hier. Ja, und ich mir noch einen Zip genehmige. Ach, kommentieren macht echt heiser. Vor allem in der Kombination, wenn man nicht so viel geschlafen hat. So, diesmal machen wir uns nicht um Coins kümmern. Das ist schon mal wichtig. Aber den Maxi-Pilz gönne ich mir natürlich trotzdem. Aber es ist schon heftig, wie weit man mit diesem Wolken, mit der Wolkenblume hier springen kann, ne? Heftig, deftig. So, ich kürze mal ab. Wir wollen ja heute noch fertig werden hier mit der Galaxie, ne? Oh. Der hätte mich fast gekillt. So, erstmal wieder die ganzen Sternteile hier gönnen. Ich habe die Kometenmünze tatsächlich noch nicht gesehen. Ich will nichts beschreien, aber es könnte sein, dass wir die verpassen hier. Irgendwie sehe ich sie nicht. Jetzt geht es aber erstmal nach oben für uns. Und ins Minigame. Das war natürlich jetzt doof. Aber ich denke, wir kriegen die Goombas trotzdem alle noch in der Zeit gekillt. Ja, guck mal. Das war ja mehr als gut. Achso, ich habe gar keine. Ja, ich habe keine Wolke mehr. Gönn. Auf und davon. Wir fliegen eine Runde und gönnen uns natürlich das One-Up hier unten. Das habe ich natürlich sofort gesehen. Oh Gott, okay. Weiter geht's. Okay, jetzt aufpassen, nicht die Dornen berühren. Runterspringen, Wind trägt dich. Okay. Wenn du das sagst, glaube ich dir das.
Der Vogel sieht mich Gott sei Dank nicht. Was ein Lappen. Wo ist die Kometencoin? Ah, da oben. Okay. Nee, doch nicht. Hm. Ich kriege Angst. Oh, wir haben 31 Leben gesammelt. Das ist heftig, wenn man bedenkt, dass sich ja die Leben... Boah, dass sich die Leben ja immer zurücksetzen. Die Leben, wenn ihr, falls ihr das nicht wusstet, immer wenn man neu startet ein Spiel, dann setzen sich die Leben zurück. Scheiße, ich höre den Stern schon. Und die Kometenmünze ist weit und breit nicht in Sicht. Das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Da ist sie! Da ist sie! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, alles easy. Jetzt gönnen wir den Stern, Bro. Easy Snack. Und damit haben wir auch die Flaumwandler-Galaxie erstmal abgeschlossen. Nice. Oh, und der erste Komet ist aufgetaucht. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Genau das, was du gerade gesagt hast. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien, sodass du sie teilweise gar nicht wiedererkennst. Aber klar doch, du hast ja auch schon fleißig Kometenmünzen gesammelt, nicht wahr? Je mehr dieser Kometenmünzen du findest, desto mehr der ominösen Schabernack-Kometen tauchen auf. Du kannst nun also endlich damit beginnen, die Powersterne der Kometen zu sammeln. Wir stellen auf dich, Steuermann. Das verheißt nichts Gutes, aber... Haben wir jetzt genug? Ja, 974 Freunde, wir haben 1000 Sternteile. Geil. Dann können wir die erste Toad-Verwandlung sehen. Das sind ganz schön viele Sternteile. Schau mal, ich habe One-Up. Schöne Brille, nicht wahr? Sehe ich mit ihr nicht wie ein echter Verwalter aus? Ja, Mann. Okay, Freunde, ihr wisst, was das jetzt bedeutet. Wir gehen back. Warte mal, ich mache mal was gucken. Ja, okay. Wir gehen back nach Welt 1 und wir machen das Ganze auch mal etwas... Halt, nein, nein. Ich wollte eigentlich den hier machen. So. Schamanakumait in der Stern-Yoshi-Galaxie. Kometenalarm! Das Stachy-Problem ist wieder da. Oh oh. Zu viele Stachys? Oh mein Gott! Das sind wirklich zu viele Stachys. Vor allem rumbaggende Stachys. Yes. 60 Sekunden! Machst die alle fertig! Alles klar, let's go! Mit dem unbesiegbaren Mario hier. 30 Stachys. Hoffentlich finden wir alle. Hoffentlich finden wir alle. Nicht weglaufen, mein Freund. Du kannst mir sowieso nicht entkommen. Ist hier noch einer? Nee. Wo sind die Stachys? Hier sind noch zwei. Da ist einer, da hat sich einer versteckt, den habe ich gesehen. Hier, du hast dich versteckt. Naja. Ah. So, der greift mich sogar noch an. Dumm. Okay, und da sind die letzten drei. Perfekt. Und da wird uns auch direkt der Stern gegönnt. Easy peasy. Wenn ich richtig gezählt habe, ist das unser 30. Powerstern. Habe ich recht? Jawohl. Und der nächste Komet. In der Flaumwandler-Galaxie.
Brief? Kein Brief, okay. Gut, also wieder zurück zu Welt 2. Gucken wir, ob hier noch irgendwo ein Komet aufgetaucht ist. No. Na dann, auf geht's. Was könnte hier der Schabernack sein? Düsterschatten der Schwebegärten. Okay. Okay. Also Schatten-Marius. Nehme ich mal an. Ja, die Musik lässt drauf schließen. Alter, wie viele kommen denn da noch? Das hört ja gar nicht mehr auf. Wo ist denn der letzte hier? Ach da. Okay, Wandsprung. Kriegen wir hin. Oh. Okay, einfach schnell sein. Einfach nur schnell sein, nicht anhalten, dann ist alles gut. Na, jetzt jumpen, 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 jumpen. Und das ist auch schon der Stern. Okay. Set. Kein Problem für unseren Lieblingsklempner Mario. Sternteil bin ich natürlich immer noch sehr geil nach. Da wird nichts ausgelassen. Und ich weiß, die Sternteile denken sich auch nur so, ich habe nichts gemacht, gar nichts, aber wir müssen sie alle eliminieren. Na, ordentlich Sternteile bekommen für die Mission. Und der nächste Komet in der Wirbelbohrer-Galaxie. Das geht jetzt die ganze Zeit so, Freunde. Wir werden es nicht mehr stoppen können. Es wird jetzt so lange weitergehen, bis wir alle Galaxien einmal abgefrühstückt haben. Aber soll mir egal sein. Wirbelbohrer. Auf geht's. Risikokomet, diese bösen Borpedos. Oh. Okay, Risikokomet. Ein Leben haben wir nur, ein Leben haben wir nur für den Boss. Dann zeig mal, was du kannst, Boy. Kein Treffer erlaubt. Deutlich schwieriger, als man denkt. Man darf sich wirklich nicht treffen lassen. Münzen können einen logischerweise dann auch nicht heilen. Ach, die geben sogar nicht mal Münzen. Okay, einmal noch. Aber das ist jetzt die schwierigste Phase. Jetzt nimmt er nämlich zwei von den Dingern. Sind wir hier aber noch lange nicht am sicheren Ufer, denn er wird noch mal schießen. Okay. Bam. Alles noch mal gut gegangen. Gott sei Dank. Hier kann einiges schief gehen. Also können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir hier so easy durchgekommen sind. Und lass mich raten, der nächste Risikokomet taucht jetzt auf. Da verwette ich meinen Hintern drauf, natürlich. Puzzleplankengalaxie, let's go.
Immer noch kein Brief für uns. Dann geht's direkt weiter. Jetzt nehmen wir mal den Weg hier. Und go. Was gibt's diesmal? Das Schattenverlies der lila Münzen. Ja, 100 lila Münzen. I love it. Okay. Also mit Schatten-Marios, sagst du? Eine Minute. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Okay, hier muss man gut gezielt. So, so. Schön. Ganz entspannt. Boah. Okay. Okay, es war nicht so schlimm wie erwartet. Aber die Typen sind noch nicht tot anscheinend. Na doch, okay. Gib mir die ganzen Sternteile. Brauche sie. Goal. 66. So muss das sein. Es geht sehr, sehr gut voran. Eine weitere Galaxie ist komplett. Und ein weiterer Komet taucht natürlich auf. In der Hochgartengalaxie. Es hört und hört einfach nicht mehr auf. Brief? Ein Brief. Okay. Da komm, den machen wir noch. Den nehmen wir noch mit. Zack, da sind wir schon. Oh, der dornige Schlüsselhüter ist der Komet. Mal gucken, was da jetzt am Start ist. Mein Alarm! Dino. Ah, ne, Dino Piranha Junior im Schnelldurchlauf. Okay, also auf Zeit. Auf Zeit, meine lieben Freunde. Dino Piranha Junior auf Zeit, ja. Ja. Oh, das ganze Level auf Zeit. Okay, okay. Okay, dann gönne ich mir. Ach du Scheiße, das ist ja gar nicht mal so viel Zeit, du. Das ist ja gar nicht mal so viel Zeit. Aber die Mucke ist geil. Geben die Gegner mir denn Zeit, wenn ich drauf jumpe? Nee. Oh, wow, wow, wow. Das ist aber sehr, sehr knapp bemessen, du. Das könnte hier den ersten heftigen Fail geben. Ich versuche es. Oh, so schnell wie möglich hinzukriegen. Na, da. Ach, ja, ja. Die Uhr hätte. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Okay, das wird ab. Das wird absolut nicht funktionieren. Dino Piranha Junior! Du musst jetzt ganz, ganz schnell machen. Bitte. Nee, das wird absolut nichts. Kann ich hier noch so viele Uhren einsammeln? Also in 20 Sekunden kriege ich den nicht down. Nee, das wird nix. Zwei Leben hat er noch. Ich habe noch irgendwo eine Uhr gesehen. Komm, mach deinen Jump. Der hat so viele Leben. Der Bruder hat so viele Leben. Ach, er hat nur zwei Leben. Ach, er hat nur zwei Leben. Okay, stimmt ja. Er hat ja gar nicht drei. Dann ist ja alles doch easy. Ach, Gott sei Dank. Ah, die Zeit hat auch angehalten. Dann kann ich mir noch ein paar Sternteile abgreifen. Sehr nice. Und mit diesem kurzen Schock
verabschiede ich mich aus dem Part Super Mario Galaxy 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Super Mario Galaxy 2. Ich bin der Nike. Bis dann. Und ciao, ciao.